Amici Vespisti, Freunde von Mi Piace, eben noch in Rom bin ich zurück im verdammt windigen Wien hier herum am Kobenzl. Ich hoffe, ihr könnt ein wenig meine wunderbare Heimatstadt im Hintergrund erkennen. Grund ist aber nicht ein Werbefilm für Wien, sondern wir sind unterwegs mit der brandneuen Vespa GTS 125 hier in der Ausführung. Supersport in einem wunderschönen Weiß wie ein Brautkleid, nennt sich Bianco Innocente, unschuldig wie diese Vespa, die erst ein paar Kilometer am Tacho drauf hat. Deswegen, weil es in Wien, glaube ich, die erste neue GTS ist, die verfügbar ist. In Rom habe ich einmal so eine kleine Präsentation gemacht, was mir aufgefallen ist. Heute möchte ich ein wenig mehr in die Details gehen und ihr seht es ja schon, die Details, die hier an der Vespa neu gemacht wurden, rein optische Details, auf die Technik komme ich noch zu sprechen. Die Scheinwerfer-Einfassung in Schwarz gehalten, die Rahmen-Einrahmung auch in einem wunderschönen Schwarz serienmäßig. Das war wahrscheinlich einer der Teile, die am meisten getunt wurden. Schwarze Einrahmungen. Der Gentleman und die Lady erkennen natürlich die neue Form der Krawatte. Die Krawatte läuft jetzt etwas breiter auseinander, ist vielleicht auch etwas stärker akzentuiert. Hier bei der Supersport in Carbon-Optik gehalten, mit farblichen Applikationen hier in den Kiemen. Wenn wir hier unten sind, sehen wir auch schon den neuen vorderen Kotflügel. Er schaut jetzt schmäler und sportlicher aus, läuft spitzer nach vorne zusammen und hat auch eine neue Finne bekommen. Und die Finne ist nicht mehr einfach nur auf den Kotflügel montiert, sondern sie hat eine eigene Ausformung, Aussparung erhalten, in der sie montiert ist. Auffällig sind die jetzt serienmäßig schwarzen Einfassungen der Karosserie hier bei der Supersport, bei der klassischen GTS und GTS Super in Silber gehalten, also Chrom gehalten und bei der Supertech in einem matten Titangrau. Die Einfassungen gehen hier natürlich weiter wunderschön in einem glänzenden Schwarz gehalten. Auch hier die Auslassungen der Kühlung sind auch neu gemacht, hier in Schwarz. Was euch vielleicht aufgefallen ist, dass die Blinker natürlich Full LED jetzt wirklich bündig so eingebaut wurden, dass keine Montage sichtbar ist. Was es allerdings eventuell schwieriger machen könnte, sie auszubauen, aber bei LED sehe ich eigentlich überhaupt kein Problem, das haltet ewig. Die Sitzbank der Vespa GTS wurde neu gemacht und zwar für alle Modelle. Sie unterscheidet sich für die GTS, GTS Super, GTS Super Sport oder Super Tech in der Form nicht sehr wohl, aber in Bezug der Sitzbank. Ich kann aber generell sagen, ich bin ja alle in Rom gefahren, dass sehr hochwertige und attraktive Sitzbezüge verwendet wurden hier bei der Supersport in farblich akzentuierten Nähten in Schwarz gehalten, ziemlich griffig, es hat eine super Textur. Der Witz der neuen Sitzbank ist aber die neue Formgebung. Sie ist vorne schmäler geworden, hinten aber breiter, sodass man mehr Auflagefläche für sein Hinterteil hat. Nicht nur der Fahrer, sondern auch die Sozia oder der Sozius. Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass die Sitzbank etwas weicher geworden ist und mein Eindruck war, dass sie etwas niedriger ist. Könnte aber auch sein, dass die schmälere Form im vorderen Bereich es erleichtert, einfach mit beiden Beinen locker auf den Boden zu kommen.
Kommen wir mal zum unteren Bereich und hinteren unteren Bereich der Vespa. Hier zur Kunststoffabdeckung der Seitenbacken, die jetzt etwas höher gezogen wurden, sodass man mehr vom Motorblock sieht. Besonders witzvoll ist aber, dass die Seitenabdeckung hinten jetzt komplett um die ganze Vespa herum geht, bündig herum geht und man wirklich den Eindruck hat, dass sozusagen der Hinterteil der Vespa, der ja wirklich die Form der Vespa auch so wirklich attraktiv macht, umschließt. Eine Konsequenz dieser designtechnischen Maßnahme war allerdings, dass die Kennzeichenhalterung jetzt etwas tiefer hinten angebracht werden musste. Das ist sicher Geschmackssache, ob man das mag oder nicht mag. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass einige hinten umbauen werden und schauen werden, dass sie das Kennzeichen wieder etwas höher hinaufkriegen. Im gleißenden Sonnenlicht vielleicht nicht einfach zu erkennen. Wir haben hinten eine wunderschöne, wirklich eine sehr, sehr coole LED-Leuchte, die zwei Bogen zeichnet. Schaut in der Nacht echt, echt cool aus. Blinker hinten auch natürlich voll LED, komplett eingelassen. Wenn ich mir jetzt die GTS da so in der Sonne anschaue, muss ich sagen, dass das Bianco Innocente eine hervorragende Wahl wäre, weil dieses Alpinweiß, dieses Gletscherweiß so wunderbar kontrastiert mit den schwarzen Lackflächen hier auch bei der Einfassung des hinteren Scheinwerfers, auch die Abdeckung des Auspuffs, die Einrahmung der Armaturen, die schwarze Sitzbank, die schwarzen Griffe, die im Übrigen auch komplett neu sind. Sehr, sehr angenehm geriffelt hier in Schwarz, in der normalen GTS in Grau gehalten. Ich finde, Black and White ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Die Orangen Kontraste finde ich cool, gefällt mir hier, wenngleich die Kontrastapplikationen nicht lackiert sind, sondern aufgeklebt, schwarz-orange. In der Langlebigkeit eventuell ein gewisser Nachteil für die, die die Sticker nicht drauf haben wollen, wahrscheinlich ein Vorteil. Und wir wissen ja, dass die Vespis, die sehr, sehr gerne an ihren Fahrzeugen herumbasteln, tunen, sie ändern, individualisieren. Die Armaturen der Vespa. Alles ist neu, vieles ist besser. Hier gleich einmal zuerst die Sitzbankentriegelung ganz, ganz prominent auf der rechten Seite. Draufdrücken, zack, und ist schon offen. Was komplett neu ist bei der 125er, ist die Anti-Schlupfregelung ASR, die im Übrigen abschaltbar ist. Braucht man das auf einer 125er, werden sich jetzt viele denken, habe ich mir auch gedacht. Ich habe sie heute ausgefasst, die GTS, und prompt hat das ASR eingegriffen bei einer Ampel, wie ich weggefahren bin. Es war nicht nass, es war nicht rutschig, trotzdem hat der Computer registriert, dass das Hinterradl durchdrehen will. Apropos durchdrehen wollen, die Technik, die pure Technik, die Motortechnik der GTS 300 HPE und 125 iJet haben sich nicht geändert. Die Technik ist gleich geblieben und alle Träume, nicht bei der 125er, aber bei der 300er auf mehr Leistung, ein 350er oder ein 400er oder ein 500er Motor, haben sich nicht erfüllt, aber diese Vespis, die werden wahrscheinlich woanders einkaufen müssen. Komplett neu, sowohl bei 125er als auch 300er, ist das Keyless Go-System, das ihr vielleicht aus anderen Produkten von Piaggio schon kennt, aus der Beverly zum Beispiel. Das heißt, man muss den Schlüssel, den ich da irgendwo in der Hose vergraben habe, nicht mehr ziehen.
Und das Ritual, nach angezogenen Handschuhen nochmal diese ausziehen zu müssen, um den Schlüssel zu suchen, entfällt vollkommen. Die Vespa erkennt dich, du drehst sie ein, ja, und startest sie ganz einfach, was ich jetzt nicht machen kann, weil der Seitenständer unten ist. Die Vespa GTS, super. Die Vespa GTS Supersport. Alle diese drei Modelle haben ein zweiteiliges Display, nämlich analog und digital. Es gibt allerdings eine weitere Unterscheidung. Die besteht darin, dass die Basis GTS und die GTS Super über keine Connectivity serienmäßig verfügen. Diese Connectivity allerdings nachgerüstet werden kann. Bei der Supersport ist es so, dass die Connectivity bereits im Modell verbaut ist. Connectivity bedeutet in diesem Fall, dass das Telefon gekoppelt werden kann, dass Musik gehört werden kann, ausgewählt werden kann über die Kopfhörer im Helm. Was aber bei diesen drei Modellen, GTS, GTS Super und Supersport nicht möglich ist, ist die Navigation im Display, deswegen, weil nur die SuperTag, das glaube ich 4,3 Zoll TFT Display hat, das ist technisch erlaubt, die Anweisungen des Navigationssystems einzublenden im Display. Ihr fragt euch, wie ihr durch euer Display navigiert. Das ist ganz einfach, weil es wurde jetzt hier auf der linken Seite ein Joystick verbaut, mit dem ihr einfach und intuitiv durch das Display surfen könnt. Euch optisch wahrscheinlich nicht aufgefallen, der Lenker wurde insgesamt um 3 cm verbreitert. 1,5 hier, 1,5 hier. Und die Gewichte wurden verkleinert. Sie sind nicht mehr so dick, sie haben weniger Volumen, sind also auch leichter. So, und jetzt kommt die große Frage, warum konnten die Gewichte des Lenkers verringert werden? Hauptgrund ist die neue Gabel der GTS, und die neue Gabel ist für mich eigentlich das Highlight der neuen Vespa GTS, sowohl in den Modellen mit 125 Kubik als auch mit 300 Kubik. Highlight, wie ich euch gesagt habe, ist die neue Vorderradaufhängung, und die verändert sich insofern, als dass ein neuer Teil verbaut wurde, und zwar eine Stützbrücke, die das Federbein gegen den vorderen Teil der Aufhängung abstützt. Jetzt haben wir nicht mehr drei Teile, sondern jetzt haben wir vier Teile, also quasi ein Parallelogramm. Und diese optisch zumindest marginale Änderung verändert das Fahrverhalten der Vespa insofern, als dass das Vorderrad offensichtlich wesentlich stabiler geführt wird. Sie spricht extrem sensibel an, auch bei Bodenwellen, bei schlechten Belegen. Vespa sagt, dass das Bremsverhalten sich auch verbessert und rund 10% besser sein soll als bei der Vespa des letzten Jahrgangs. Und wenn wir schon bei den Bremsen sind, ihr seht hier, dass Nissin-Kolben vorne verbaut wurden. Der Rest der Bremsanlage kommt jetzt komplett vom Brembo. Es kommt auch der Hauptbremszylinder vom Brembo. Und ich habe dann gefragt, warum habt ihr eigentlich vorne einen Nissin-Kolben verbaut? Und der Piaggio Marketing hat mir gesagt, dass nach sehr langen Abstimmungsfahrten herausgefunden wurde, dass der Nissin Kolben vorne am besten harmoniert mit der Brembo-Anlage. Soll so sein. Sie bremst jedenfalls hervorragend. Nicht unterschlagen wollte ich euch natürlich die neuen Rückspiegel, die nicht mehr rund sind, sondern jetzt auch in einer trapezartigen Form gestaltet sind. Ebenfalls wunderschön hier in diesem glänzenden Schwarz. Der Supersport, genauso wie natürlich auch die Abstützungen des Sozius oder der Sozia, gelöst wie immer
und wie immer ein gewisses Problem, weil jeder GTS-Fahrer und jede GTS-Fahrerin weiß, fährt hinten jemand mit, hat man die Spitzen der Schuhe hinten im Wadel drinnen. Das heißt, die hätten eigentlich ein bisschen weiter nach hinten gehört. Ist aber wirklich ein marginaler Kritikpunkt. Technisch ist es nicht möglich, sondern nur mit einer Veränderung der Anlage selbst. Noch ein Satz zum Kofferraum der Vespa GTS, hier wunderbar zu öffnen. Leider, es geht aber konzeptionell nicht anders, ist er immer noch zu klein. Ich kann meinen XL Are in diesen Kofferraum nicht hineinbringen. Da müsst ihr euch schon umschauen bei Vespa mit kleineren Rollerhelmen. Es gibt welche, die reingehen, die größeren Motorradhelme gehen in die GTS leider nicht hinein. Kommen wir mal zu den Preisen der Vespa GTS. Die 125er beginnt unter 6.000 Euro und zwar genau 1 Euro unter 6.000, also 5.999 Euro. Die Super kostet dann 6.099 Euro. Die Supersport 6299, das ist dieses Modell hier, und die Supertech mit dem Navi, das in der Instrumenteneinheit wirklich funktioniert, mit dem DFD-Display, kostet 6499. Kommen wir zur 300er. Bei der 300er ist es so, dass das Basismodell GTS 6.999 Euro kostet, also 1 Euro unter der 7.000 Euro Schallgrenze. Die Super 7.199, die Supersport 7.299 und die Supertech 7.499 Euro. Das ist natürlich wirklich eine Menge Keys, das muss man sagen. Auf der anderen Seite wisst ihr alle, dass die Vespas ihren Wert über viele, viele, viele Jahre einfach stabil halten. Und wenn man das Modell wechselt oder auf etwas anderes umsteigt, immer noch einen sehr, sehr guten Preis für seine gebrauchte Vespa erzielen kann. Mein persönliches Resümee der Vespa GTS, in diesem Fall der 125, aber ich bin die 300er auch schon gefahren. Alles bleibt gut, vieles wird besser. Die Hoffnungen von Technik-Upgrades haben sich im Motorenbereich nicht erfüllt oder nicht bestätigt. Ich finde, dass die vordere Aufhängung sehr, sehr viel bringt. Ich bin jetzt hier über das Kopfsteinpflaster hinaufgefahren auf den Cobenzl. Es wurde sehr, sehr viel Liebe und Geduld investiert, um die Details der Vespa noch attraktiver zu machen. Aber eine Vespa bleibt einfach eine Vespa. Eine GTS ist eine GTS und für mich ist eine GTS einfach das coolste und leibendste Gerät in der Stadt und auch über Land. Ich bin heute seit langem wieder mal eine 125er gefahren. Ich finde, dass sie für den Stadtverkehr in Wien mehr als ausreichend ist. Mit ihren 14 PS geht sie echt sauber weg, man ist schnell und flüssig unterwegs. Okay, ich persönlich bin trotzdem ein Freund der 300er, weil sie eben diesen extra Wumms und extra Bums hat, den die 125er nicht hat. Wer also jetzt nur einen B-Führerschein hat und einmal einsteigen will, ist mit der Vespa GTS 125 mehr als bestens ausgestattet. Wirklich ein wunderschöner, angenehmer, einfach zu handhabender Roller, der im Stadtverkehr so ziemlich das schnellste ist, was man überhaupt fahren kann. Wer wirklich langfristig in die Vespa-Welt einsteigen will, dem empfehle ich, den A-Schein zu machen und gleich auf die 300er aufzusteigen.